Guten Abend und willkommen zu unserer Sendung. Mir ist das egal, wenn Sie mich Nazi nennen, aber ich will keine Ausländer hier. Das ist ein Satz in eine Kamera gesprochen, letzte Woche in Nauen, und er macht das ganze Dilemma deutlich. Ist, wer Angst hat vor Fremden, vor vielen Fremden, die zu uns kommen, schon gleich ein Rechter? Die Bilder von heute auch von Ungarns Bahnhöfen von München zeigen, die Flüchtlingskrise haben wir noch lange nicht im Griff. Und die Stimmung eskaliert an vielen Orten. Es gibt jeden Tag Meldungen von Übergriffen auf Asylbewerberheime, aber auch gegen Menschen. Und die Frage ist, ist das nur ein kleiner, aber sehr lautstarker rechter Mob, eine Minderheit? Oder vergiftet der Fremdenhass am Ende das ganze Land? Unser Thema heute lautet, wir sind das Pack, rückt Deutschland nach rechts. Meine Gäste sind die evangelische Theologin Margot Käßmann. Sie fordert, wer grölt, sollte verpflichtet werden, mindestens eine Stunde lang Flüchtlingen zuzuhören. Alexander Gauland, Chef der AfD in Brandenburg, erfordert, das Asylrecht auszusetzen, wenn die Zahl der Flüchtlinge 1 Million überschreitet. Julia Klöckner, stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende, sie mahnt, nicht jeder, der Angst hat, ist per se rechts. Volker Beck, innenpolitischer Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion, stellt fest, Rassismus kann man nicht mit Verständnisgesäusel bekämpfen. Detlef D. Soest ist bei uns, TV-Star, Fitnesscoach, als Sohn eines Afrikaners in der DDR aufgewachsen. Er sagt, viele Ostdeutsche fühlen sich von der Wende betrogen, Flüchtlinge dienen als Blitzableiter für den Frust. Und später werden Sie hier noch den Autor und Rechtsextremismus-Experten Olaf Sundermeier sehen. Herr Beck, Herr Gauland, ich zeige Ihnen ein Foto. Es ist gleich zu sehen mit eben einer Gruppe von Menschen. Nein zum Heim, Sächsische Schweiz und Ostgebirge. Sind das jetzt besorgte Bürger, Herr Gauland, oder ist das Pack? Ich weiß nicht, ob das jetzt besorgte Bürger sind. Ich glaube, dass diese Formulierung Pack sowieso falsch ist. Man muss unterscheiden zwischen denen, die kriminell wären, wer also hetzt gegen Ausländer oder wer gar Molotow-Cocktails wirft, wer Asylbewerberheime anzündet, das ist Kriminalität. Ja. Aber es gibt viele Menschen, und die dürfen wir nicht in diese Ecke drängen, die in der Tat besorgt sind. Und jetzt nehme ich einen Begriff in den Mund, der auch falsch verstanden werden kann. Sie fürchten sich vor einer Überfremdung. Mhm. Und wenn ich die Bilder sehe, gerade gestern von den Zügen in Ungarn und in Budapest, dann muss ich sagen, kann ich das verstehen, und es hat keinen Zweck, diese Menschen von vornherein zu Kriminellen zu stempeln. Aber die Frage ist, wissen wir genau, wer da auf die Straße geht? Wie sehen Sie das? Ist das das Pack? Wir sind das Pack, wenn Sie das selber so sagen. Naja, hier auf dem Bild, vorhin haben Sie einen größeren Ausschnitt gezeigt, ja, sieht man ganz deutlich schwarz-weiß-rote Fahnen. Das sind die Fahnen der Nazis. Und deshalb ist klar, welche Gruppe diesen Aufmarsch zumindest organisiert hat. Mhm. Wer da im Einzelnen mitgelaufen ist, kann ich nicht sagen. Aber wenn man Sorgen hat und Fragen hat, dann läuft man nicht Nazis hinterher. Also Leuten, die da mitlaufen, nehme ich einfach nicht ab, dass sie ernsthaft eine Frage haben, wie geht das jetzt weiter? Und diese Fragen müssen wir auch als Politik beantworten. Da finde ich auch, hat die Bundesregierung, insbesondere die Kanzlerin, viel zu spät das Wort ergriffen, um mal den Menschen zu erklären, wo stehen wir, was kommt auf uns zu, und die Zuversicht zu zeigen, wir können das bewältigen. Wir sind kein Fading State, der nicht 800.000 oder 600.000 Menschen aufnehmen kann und da schon die Existenz und kurz vor dem Zusammenbruch sich stellt, sondern man hätte sagen müssen, das ist die Aufgabe, wir müssen unseren Teil leisten. Andere Länder dort in der Region mussten ein Fünftel ihrer eigenen Bevölkerung als Flüchtlinge aufnehmen und damit zurechtkommen. Die hat niemand gefragt, weil die Menschen sind einfach über die Grenze gekommen und dann waren sie da. Und da zu sagen, ja, da gibt es Aufgaben, wir müssen jetzt reden, wie organisieren wir die Unterbringung, wie organisieren wir auch, dass die Verfahren so schnell gehen, dass diejenigen, die nicht bleiben dürfen, wieder nach Hause gehen. Aber Besorgnisse und solche Fragen rechtfertigen nicht, dass man Nazis hinterherläuft und rassistische Parolen brüllt. So, die Frage ist der Unterscheidung. Das Wort vom Pack hat geprägt der Vizekanzler Sigmar Gabriel. Er war nämlich vor Angela Merkel in Heidenau. Frau Klöckner, Frau Käßmann, Frau Klöckner zuerst, begrüßen Sie das, dass da einer hingegangen ist von der Bundesregierung, so klare Worte gefunden hat? Sprache ist was sehr Sensibles, und ich glaube, Menschen als Pack zu bezeichnen, auch wenn ich nachvollziehen kann, wie es Herrn Gabriel geht und den Eindrücken, ich halte es für falsch, Menschen als Pack zu bezeichnen, weil man mit Sprache und auch als Politiker natürlich sehr in der Öffentlichkeit steht und andere auch zu Sprache verleitet und Sprache
ist einmal etwas klar Verbales, aber wenn wir sehen, viele Menschen, die Sprache nutzen, um andere zu verletzen, die wir ja verurteilen, denen sollten man zeigen, wie man richtig mit Menschen umgeht. Und deshalb würde ich nicht von Pack reden. Bin aber auch sicher, dass Herausforderungen nicht durch die Vielzahl von Bildern oder Auftritten gelöst werden. Wir brauchen klare Prozesse, wir brauchen klare Entscheidungen. Aber wie würden Sie denn die nennen, die jetzt Herr Gabriel in diesem Fall gemeint hat? Und das waren ja die, die nachts dann in Heidenau zwei Nächte lang die Straße für sich in Anspruch genommen haben. Ich würde sie nicht Pack nennen, das ist nicht mein Sprachgebrauch. Sondern? Da muss jeder, glaube ich, selbst seine Worte zu finden. Es ist für mich eine Frage auch von Anstand. Es ist eine Frage von, ganz offen gesagt, keine Frage von links oder rechts, sondern von Dummheit oder Nicht-Dummheit. Mhm. Wer, da stimme ich übrigens auch Herrn Beck zu, wer Menschen hinterherläuft, wer bewusst Nationalsozialisten hinterherläuft, wer Menschen hinterherläuft, die anderen behandeln, als wären sie nur Dinge, als hätten sie nicht individuelle Schicksale. Die lassen sich, glaube ich, nicht durch Argumente berühren oder durch Rationalität. Den muss man klar sagen, wo Grenzen unserer Verfassung auch sind. Mhm. Und deshalb, Freiheit heißt nicht, dass alles möglich ist. Das heißt auch nicht, dass Meinungsfreiheit alles darf. Und insofern ist es für mich schon wichtig, deutlich zu machen, wo Grenzen sind. Das muss man klar und deutlich sagen. Die Kanzlerin hat es zum Beispiel auch in ihrer Neujahrs- oder Neujahrsansprache, das ging auf Pegida, ja. Auch mit Blick das auf Pegida gesagt, deutlich gesagt. Da geht es auch nicht darum, ob man Menschen versteht, warum sie so handeln. Es gibt für gewisse Handlungen überhaupt kein Verständnis. Aber Ihre Ursprungsfrage ist ja gewesen, ob ich Menschen als Pack bezeichnen würde. Ich würde es persönlich nicht tun. Sie würden es nicht tun. Haben Sie sich gefreut, dass Sigmar Gabriel klare Worte benutzt hat? Also ich kann ihn auch gut verstehen, Sigmar Gabriel, muss ich sagen, weil ich durchaus auch emotional beim Ansehen dieser Bilder, wie Menschen pöbeln vor einer Unterkunft, wo Kinder, Frauen, Männer untergekommen sind nach großer Angst und großer Gefahr. Und da pöbeln Menschen rum, grölen, Leuchtfeuerraketen. Ich schäme mich dafür. Ich finde das wirklich anbiedernd, aber ich kann die Emotionalität verstehe, nur mit dem Begriff Pack kommen wir nicht weiter. Also ich glaube, wir können nicht sagen, hier ist auch das helle Deutschland, da ist das dunkle Deutschland, sondern ich denke, wir müssen uns daran gewöhnen, dass es ein buntes Deutschland gibt. Das ist längst an vielen Orten dieser Republik gang und gäbe. Es gibt und Menschen das Bunt beinhaltet dann auch, dass es dunkle Seiten gibt, oder was ist das? Nein, Bunt hat keine dunklen Seiten. Ich denke, Bunt heißt, dass ich mich daran gewöhne, mit Menschen unterschiedlicher Herkunft in Deutschland als wir aber zusammenzuleben. Was ist denn mit denen? Wenn Sie die auf dem Bild sind, die jetzt hinter Ihnen sind, wir sind Pack. Wie geht's Sie sind Ihnen nicht dabei? Das Volk, das möchte ich ja mal ganz klar sagen. Die sind nicht das Volk. Naja, ich finde, jetzt diesen Volksbegriff zu benutzen und sagen, wir sind das Volk, ich möchte nicht in einem Volk leben, wo Männer sich urinieren auf Kinder und das dann toll finden als Neonazis, wo sie grölen und Kinder erschrecken. Das ist nicht das Volk. Das war in einer Berliner U-Bahn. Eine Mutter mit zwei Kindern und zwei rechtsradikalen. Oder eben nicht, das weiß, ist ja, ja heute Neonazis zu klären. Als solche bezeichnen sie sich. Und da muss man mal sagen, also ich habe null Verständnis für Neonazis und auch nicht für Menschen, da gebe ich Herrn Beck und Frau Klöckner recht, die Neonazis hinterherlaufen. Nein, ich möchte nie wieder in diese Zeiten in den 30er Jahren zurück, wo beispielsweise jüdische Kinder so behandelt wurden und man meinte, das sei rechtens im Namen des deutschen Volkes. Da müssten wir endlich gelernt haben. Ich würde trotzdem gerne noch mal fragen, wie man eine Unterscheidung da trifft und ob man verbal solchen, die einen selber so gegenübertreten, auch anders gegenübertreten muss. Sie haben uns ein Foto mitgebracht aus Ihrer Kindheit. Sie sind aufgewachsen in der DDR. Der Vater ein Afrikaner, die Mutter eine Deutsche. Welche Erfahrungen haben Sie damals gemacht mit Menschen, die Ihnen vielleicht anders entgegengetreten sind, als der Halbschwester, die man auch sieht? In der DDR gab es natürlich auch Rechtsradikalismus. Wir haben das kennengelernt durch Skinheads, durch Hooligans. Vor der Wende auch schon. Vor der Wende, genau. Und das, was ich erlebt habe, ist, dass wenn wir zum Beispiel in Diskotheken gegangen sind, mit der S-Bahn gefahren sind, Freunde und ich, da war ich so 14, 15, du sitzt in der S-Bahn, wartest darauf, dass sie weiterfährt, plötzlich, das ist eine wahre Begebenheit, plötzlich läuft auf dem S-Bahnsteig eine große Horde an Skinheads vorbei und du hoffst nur, dass sie dich nicht gesehen haben. Ja, alleine diese Angst ist eigentlich schon nicht zu respektieren, dass man diese Angst haben muss. Also Sie sind dann einmal auch gejagt worden von Skinheads durch ein Einkaufszentrum. Das war aber nach der Wende. Ich beantworte gerade die Frage von vor der Wende. Und diese sind aber dann auch plötzlich, also als wir dachten, sie wären schon vorbei, haben sie die Türen aufgerissen, sind reingerannt und uns hinterhergerannt. Wir sind geflüchtet im wahrsten Sinne des Wortes.
und dann leider auf der falschen Seite am S-Bahnhof Springfuhl rausgelaufen, nämlich dort, wo nicht die Straße ist, wo nicht die Lichter sind, sondern eher in so ein Feld, und sind sehr, sehr weit gelaufen, haben uns dann dort versteckt, bis die weg waren. Und das war schon eine sehr, sehr große Form von Angst, die ich da empfunden habe. Und nach der Wende eben noch mal so eine Begebenheit? Nach der Wende, das war Begebenheit. Eigentlich fast noch angstbringender. Wir waren mit meiner Tanzgruppe damals in Magdeburg, nein, in Halle, sorry, in einem Einkaufszentrum, in einer Mall, und haben dort eine Show gemacht. Und irgendwann zum Ende des Tages kam eine relativ große Gruppe an Skinheads. Ja, in dieses Center. Die haben uns dann entdeckt und einer meiner Tänzer, John, war auch farbig, genauso wie ich. Wir waren sehr groß, also sieht man uns relativ gut. Und die haben uns dann eigentlich durch das gesamte Center verfolgt, die ganze Gruppe. Und der Centerleiter plus den Mitarbeitern musste dann helfen, dass durch die Centerleitung hinten durch und durch den Notausgang wir dann an unsere Autos gekommen sind, um nach Hause fahren zu können, also um dort wegzukommen. Und das ist was, wenn ich mir dieses Gefühl wieder hochhole und mir überlege, dass das für die Flüchtlinge in Heidenau oder auch in Freital zehnfach so schlimm sein muss, dann habe ich für diese Menschen, die Sigmar Gabriel als Pack bezeichnet, kein Verständnis. Darf man sie denn dann nicht auch Pack nennen, wenn die Nein, sich so benehmen? Nein, weil man begibt sich dadurch auf das gleiche Niveau, nicht nur kommunikativ, sondern in der gesamten Einstellung, begibt man sich auf das gleiche Niveau wie diese Menschen. Das sind Kriminelle und als Kriminelle kann man sie bezeichnen, weil sie das Gesetz brechen. Und noch schlimmer, sie machen anderen Menschen, die tausende Kilometer hinter sich haben, die traumatisiert sind, an dem Ort, wo sie hoffen, dass sie Sicherheit finden, nochmal Angst. Mhm. Und das ist nicht zu akzeptieren. Und gleichzeitig sind diese Menschen aber für mich auch, diese Kriminellen, Angsthasen. Mhm. Sind für mich Angsthasen. Weil sie stellen sich nicht der wirklichen Konfrontation, sondern sind hunderte Meter entfernt, werfen mit Molotow-Cocktails. Mhm. Sie gehen nicht in die Kommunikation, um zu sagen, was ist eigentlich mein Problem. Sie sind feige und greifen in der Nacht an. Okay, also dann sage ich jetzt mal als Konsens in dieser Runde, Sie würden das Wort alle nicht verwendet haben, selbst Herr Beck nicht, der am nächsten noch dran ist, das Wort Pack. Aber die von meiner Nähe zu Herrn Gabriel ist mir nichts. Nein, weil sie gerade noch am meisten Verständnis da hatten. Aber die Brandsätze werfen, die Molotow-Cocktails werfen, die sagt sogar die AfD, die muss man muss man mit der vollen Härte des Gesetzes verfolgen. Ja, das ist ein Konsens. Klar. Dann gehen wir einen Schritt weiter. Wir sind das Pack. Frau Klöckner, wenn jetzt einer sagt, ich bin zwar kein Nazi, aber hören Sie sich dann den Rest des Satzes überhaupt noch an? Geht bei mir der Rollladen ja eigentlich schon runter, weil diese Sprüche kennt man ja. Dieses Vorschicken, ich bin es zwar nicht, und dann kommt die ganze Leier, was genau das wiederum deutlich macht, in welcher Ecke jemand ist. Mhm. Ich erwarte schon eine gewisse, es hat nicht nur mit Mut etwas zu tun, sondern auch mit Wollen und auch die Anstrengung, sich damit auseinanderzusetzen. Wer sagt, ich bin kein Nazi, aber ich habe Angst, dass, sagt ja eigentlich, was er wirklich denkt und wo er sich hingehörig fühlt. Natürlich habe ich mit ganz, ganz vielen Bürgerinnen und Bürgern bei uns auch in Rheinland-Pfalz zu tun, aber auch über das Internet. Allein die Ankündigung, dass ich heute bei Ihnen bin, habe das übers Internet bekannt gegeben. Ich habe Beschimpfungen bekommen, verbalster Art, wo ich mich schon frage, Mensch, welches Problem haben diese Menschen? Und jetzt kann man sagen, wir lassen sie links oder rechts oder sonst wo liegen oder wir stellen sie. Und ich finde schon, dass man in der Tat dem unbedingt nachgehen muss und nicht das abtun kann. Naja, das sind so ein paar Verwirrte. Aber sind das Rechte oder nicht? Das würde ich jetzt, das ist ja Frau das Thema Maischberger, ich glaube, diese Kategorisierung. Gut, Fremdenhasser. Ja, nein, aber auch so diese Kategorisierung, auch wie diese Sendung heißt, links oder rechts. Ich glaube, diese Schubladen, links oder rechts, oben oder unten, Die passen dazu nicht. Wir haben sowohl von Menschen, die man vielleicht eher dem linken Lager zuordnen würde oder eher dem rechten Lager, haben wir Überschneidungen in der Verbalität oder auch in der Bereitschaft zu Gewalt oder Ausgrenzung. Gehen wir nach Griechenland, da haben sie eine linksgerichtete Regierung, die aber nationalsozialistisch vorgeht, und die Front National in Frankreich ist nationalkonservativ, hat aber ein sozialistisches Wirtschaftsprogramm, also dieses rechts-links. Hier geht es darum, ob jemand noch ganz bei Sinnen ist oder es nicht bei Sinnen ist. Und sie haben ja vorhin wer gesagt, hat denn Angst? Wer muss denn Angst haben zurzeit? Es sind doch nicht wir, die Angst haben müssen, sondern wenn ich in einem Flüchtlingsheim bin und ich sehe, dass skandieren Leute, die werfen Flammen und wollen mir an Leib und Leben. Die Leute müssen Angst haben, aber nicht wir. Stimmt das, Herr Beck? Rechts und links kann man da nicht mehr sagen? Naja,
Natürlich gibt es auch Leute, die sich selbst links verordnen und die rassistisches Gedankengut äußern. Gibt es auch aus der Linkspartei vereinzelte Stimmen. Aber das ist schon quantitativ von der Häufigkeit klar verortet. Das ist vor allen Dingen schon erstmal ein Problem am rechten Rand, wo wird dieser Rassismus propagiert. Und da sind auch Parteien unterwegs, wie die Parteivorsitzende von Herrn Gauland, Frau Petri. Sie twittert vor 6 Tagen, wo sind die Milliardenrücklagen der Krankenkassen, Folgen der unkontrollierten Einwanderung. 2014 eine Milliarden Überschuss, 16 Milliarden Reserven, jetzt steigen die Beiträge. Twittert sie vor 6 Tagen. Ist das und schon recht radikal? Und so etwas mit einer Lüge, Angst bei den Beitragszahlern zu erzeugen, die sind dafür schuld, dass ihr jetzt höhere Beiträge zahlen müsst. Kein Flüchtling bekommt als Asylbewerber bislang, da wollen wir was dran ändern, aus der gesetzlichen Krankenkasse Leistung. Wenn er zukünftig Leistung bekommt, werden die Beiträge von den Kommunen oder zumindest der öffentlichen Hand, müssen wir zwischen Bund und Kommunen noch diskutieren, dann erstattet. Es gibt aber schlichtweg keinen Zusammenhang. Es gibt einen Zusammenhang, dass der Bund 2 Milliarden aus dem Gesundheitsfonds genommen hat, dass die Arzneimittelpreise dieses Jahr 5% gestiegen sind. Aber, Frau Petri erzählt, liebe Leute, passt auf, der Flüchtling sorgt dafür, dass ihr höhere Zuzahlungen habt, dass ihr lange Schlange stehen müsst beim Arzt und dass ihr höhere Beiträge zahlt. Es ist Volksverhetzung, solche Falschbehauptungen in Umlauf zu setzen. Und deshalb gibt es Schuldige. Mhm. Und da muss man sich nicht wundern, wenn so etwas von Parlamentariern, Frau Petri sitzt im Landtag von Sachsen, von Parlamentariern geäußert wird, dass sich dann Leute, die etwas weniger gebildet sind, die etwas dumpfer drauf sind, dann mit erhobener rechter Hand vor den Flüchtlingsheimen stehen und Brandsätze zünden. Vielleicht diese Leute, die so etwas sagen, sind verantwortlich fürs da an Gewalt und Hetze auf der Straße stattfindet. Herr Gauland, vielleicht wollen Sie was dazu sagen. Ja, das ist natürlich völlig falsch. Ich kann diesen... Ich werde mich dazu nicht äußern, das habe ich nicht gesehen. Das warum ist, eigentlich nicht, wenn Sie es jetzt gesehen haben? Das ist von Ihrer Partei, das mag, schon, das mag schon sein. Ich werde mich zu einem Thema nicht äußern, das hier kein Thema ist. Frau Petri ist jedenfalls... Unkontrollierte Einwanderung, da sind wir dagegen. Ist zuständig und da, für die dagegen bleiben wir auch. Und es ist doch lächerlich, Herr Beck, wenn Sie jetzt sagen... Der Tweet ist lächerlich, das ist, da gebe ich Ihnen sogar das zu. Das ist Hetze. Was Sie jetzt machen, ist Hetze. Entschuldigung. Ja, die arme Frau Petri. Ja, Frau Petri ist eine demokratisch gewählte Abgeordnete und sie hat ihre Meinung und es hat ihr überhaupt keinen Zweck, sozusagen jetzt die AfD in die rechte Ecke zu stellen. Keine Meinung doch, haben. Nein, Tatsachen Sie wollen sind doch, Tatsachen. Sie wollen doch leider nicht, wie die AfD in die rechte Ecke zu drängen. Nur ja, weil wir ganz deutlich sagen, eine unkontrollierte Masseneinwanderung geht nicht. Und auf dem Standpunkt stehen wir und wir halten die Art von Asylpolitik niemand für falsch. Niemand will eine unkontrollierte Masseneinwanderung. Frau Glöckner nicht, ich nicht. Frau Glöckner bestimmt nicht. Der Herr Gabriel nicht. Nicht mal der unkontrollierte Masseneinwanderung. Es geht aber das in dieser im Brandenburger Landtag von Ihren Fraktionskollegen. Es geht in dieser Debatte. Sie wollen eine unkontrollierte, ja Sie zur unkontrollierten Masseneinwanderung. Sie wollen, dass hier alle kommen und dass hier Sie bauen alle einen bleiben. Popanz auf, nein, um die Leute zu gar keinen Popanz meine auf. Herren, wenn ich mal ganz kurz noch mal auf den Ursprung der Debatte zurückführen möchte, es geht darum, wie grenzen wir quasi die Gewalt ausüben, das haben Sie alle gesagt, die jetzt, ich sage jetzt mal, verbale Gewalt ausüben, das unterstellen Sie Frau Petri, Herr Gauland widerspricht. Ich möchte noch ein paar andere Beispiele nennen, die sind jetzt nicht von Politikern, aber es ist das, wovon Frau Klöckner eben geredet hat. Sie begegnen uns tagtäglich im Netz. Auch das ist eine Form von Demonstration. Die Rechtschreibfehler haben wir nicht dazu gedichtet, die waren so im Netz, Herr Gauland. Jetzt noch mal, ist es falsch zu behaupten, das sind Menschen mit rechtsradikaler Gesinnung, die so etwas schreiben? Das, was Sie da gerade, natürlich nicht, das ist völlig richtig. Und das muss man auch bekämpfen, das ist ganz klare Hetze, das muss verfolgt werden. Das ist strafbar, aber ich habe vorher ganz deutlich gemacht, Kriminalität können wir in diesem Lande nicht dulden. Das ist klar. Aber das ist die eine Seite. Aber das ist doch auch Kriminalität. Das können wir doch dann auch nicht dulden. Was können wir nicht diese dulden? Einträge. Diese Einträge sind Volksverhetzung. Ja, das habe ich ja gesagt. Dass diese, dass, aber auch das, der von Frau Petri ja dann. Nein, das ist überhaupt keine Volksverhetzung. Die Frage ist, ob das richtig oder falsch ist. Aber das ist keine Volksverhetzung. Das, was Sie hier wenn gezeigt haben... Wenn es falsch wäre, wäre es denn Volksverhetzung?
Wenn es falsch wäre, hätte sie sich geirrt, aber es ist keine Volksverhetzung, weil Frau Petri überhaupt niemand ist, der in irgendeiner Weise in Kategorien wie Volksverhetzung denkt. Ja, wenn ich falsch Behauptung verbreite in so einer Debatte, also, dann zündle ich. Aber ich gestehe hinzu, die Rechtschreibung von Frau Petris Tweets sind eindeutig besser als die ihrer Gefolgschaft. Also wir halten auch noch mal eines fest, Herr Soest, die Hemmschwellen fallen, das ist vielleicht ein Unterschied zu dem, was Sie früher erlebt haben. Macht Ihnen das Angst, wenn Sie das lesen, auch im Netz? Ich weiß nicht, ob Sie auch betroffen sind von solcher Art von Hass. Nein, ich bin es noch nicht, aber vielleicht nach der heutigen Sendung. Es macht mir Angst, aber gleichzeitig dürfen wir die Angst nicht obsiegen lassen. Ja, ganz einfach, weil ich glaube, dass diejenigen, die für die Flüchtlinge sind, in der Masse mehr sind als diejenigen, die da rausgehen und grölen. Ich finde, und Herr Beck hat es so schön gesagt, das mit den Rechtschreibfehlern, so ungern ich das ausspreche, aber das zeigt ja in gewisser Art und Weise auch, mit wem wir es dort zu tun haben. Und recht sein oder rassistisch sein ist halt extrem einfach. Ich muss dafür, Entschuldigung, nicht studiert haben. Ja, ich muss dafür... Vorsicht, wir haben ganz viele Rechtsanwälte, die gerade Rechtsextreme mit großer Werf auch vertreten. Und das ist eine ganz große Gefahr. Auch gebildete Menschen, die just diejenigen sind, die Menschen, die für Populismus anfällig sind, dann auch noch in die Fänge zu bekommen. Deshalb widerspreche ich überhaupt nicht. Das, was ich sagen möchte, ist, dass viele von denen, die mitlaufen und rassistisch und rechtsradikal werden, sehr einfach eingefangen werden können, weil das Bild ist ein ganz klares. Jemand, der nicht so aussieht wie ich, jemand, der nicht europäisch aussieht, der dunkel ist, möglichst noch gebrochen, deutsch spricht, ist also mein Feindbild. Und das ist für diejenigen, die eher nicht so gebildet sind, eine relativ einfache Art und Weise, sich irgendwo hinzuorientieren. Aber das wäre ja leicht. Also, Frau Kessmann, was wir auch gesehen haben, ist, Frau Merkel geht nach Heidenau. Und dann gibt es diese Szenen, wo eine Frau, man hört sie nur aus dem Off, dann plötzlich also wirklich ganz hysterisch schreibt, elende Fotze. Sie wird mit blöde Schlampe beschimpft und es gibt eben auch dieses Plakat Volksverräterin, das wird da hochgehalten. Ist das rechte Gesinnung? Verstehen Sie, wie sich der Hass, der vorher auf die Flüchtlinge gewendet war, plötzlich an Frau Merkel geht? Also das ist kaum zu verstehen und ich muss auch sagen, ich würde mich, wenn ich so gefilmt worden wäre, erstmal schämen. Ich finde, die Leute müssen sich auch mal selber anschauen, wie sie da rüberkommen und sollten sich schämen. Sie sahen nicht so aus, als ob sie sich schämen. Sie müsste sich selbst mal anschauen und fragen, was das eigentlich bedeutet. Wir sind ein reiches Land, in dem wir hier leben. Es sind 60 Millionen Menschen auf der ganzen Welt auf der Flucht. Wenn wir hier ein paar in unserem reichen Land aufnehmen, ist das nicht viel. Und ich finde, es ist das Mindeste, was wir tun können. Und ich denke, wir sind so stolz drauf gewesen, dass die DDR dann fiel, es eine friedliche Revolution gab. Und wir haben immer gesagt, die DDR ist ein Unrechtsstaat, weil es keine Reisefreiheit gab. Vor 16 Jahren haben wir uns gefreut, dass Ungarn die Grenzen aufgemacht hat, weil wir gesagt haben, Freiheit, Reisefreiheit gehört dazu. Und heute wollen wir sagen, wir bauen neue Mauern auf. Wir bauen jetzt die Mauer, weil wir uns einmauern wollen. Aber es muss doch einen Grund geben, Frau Klöckner, wie erklären Sie sich das, dass Frau Merkel, die Bundeskanzlerin, die Vorsitzende Ihrer Partei, als Volksverräterin bezeichnet? Es ist allzu einfach, Politiker ganz gleich jetzt welcher Partei einer Inquisition zu unterziehen. Moralische Keule kommt daher. Da ist aber weder geholfen einem Flüchtling, noch kriegen wir Extreme weniger in unserem Land, egal wie wir sie, wen wir wie bezeichnen. Aber muss man nicht trotzdem sich selbstkritisch fragen, was man als Kanzlerin falsch gemacht hat? Erstmal ist jeder Mensch für das verantwortlich, was er äußert. Also wenn ich jetzt diese Personen sehe, dann muss ich, da sind wir ja als Politiker nicht die Volkserzieher bzw. die Erziehungsberechtigten. Wenn jemand, da stimme ich ja Frau Kessmann absolut zu, wer sich so sieht und nicht schämt, dann muss man fragen, was zu Hause auch in der Erziehung falsch gewesen ist. Mhm. Also wer mit Menschen so umgeht, auch solches Vokabular nutzt, der hat es nicht kapiert, was Aufgaben in einem Land bedeuten und dass Politik dazu da ist, wenn sie verantwortungsvoll vorgeht, ein Land zusammenzuhalten, Veränderungen mit zu begleiten und vor allen Dingen auch Entscheidungen zu treffen. Und wenn ich jetzt lese Volksverräterin, ich fühle mich als Mitglied des deutschen Volkes von der Kanzlerin nicht verraten. Ich fühle mich von solchen Menschen verraten. Herr Gauland, können Sie das, weil Sie viel gesprochen haben mit Menschen, damals auch die Pegida-Bewegung als solche erstmal ernst genommen haben, gesagt haben, da muss man auch reden mit denen. Können Sie es denn erklären, wie jemand dazu kommt, die Bundeskanzlerin als Volksverräterin
bei einem Besuch in Heidenau. Da würde ich Frau Glöckner völlig recht geben. Das ist ein Mangel an Bildung. Das ist eine Angst, die sich ausdrückt in Worten, die keiner von uns akzeptieren kann. Vor allen Dingen, weil diese Begriffe gerade im Dritten Reich verwendet worden sind. Aber da kann man natürlich auch über die deutsche Schulbildung diskutieren. Es kann schlecht sein, dass wir heute wieder Begriffe verwenden, bei denen ganz deutlich ist, dass die Menschen keinen Geschichtsunterricht gehabt haben. Aber ich habe gedacht, von Ihnen kriege ich eine Erklärung, weil Sie haben auch Folgendes einmal gesagt, also man kann Fremdenangst nicht dadurch reduzieren, dass man die Menschen zu etwas zwingt. Das ist richtig. Und offensichtlich fühlen sich diese Menschen zu etwas gezwungen, wenn sie sagen, wir sind das Volk und wir möchten gerne, dass ihr in unserem Sinne handelt. Und Sie sagen weiter, wenn die Menschen sich gegen Willkommenskultur entscheiden, muss man das akzeptieren. Ja. Heißt das, ich muss Fremdenangst akzeptieren als Fakt? Das ist ein Faktor in der Gesellschaft, der einfach da ist. Muss ich ihn akzeptieren? Und ich muss Menschen ernst nehmen, die Angst vor einer unkontrollierten Zuwanderung haben, die sagen, das sind zu viele, mit denen können wir nicht in der Weise umgehen, wie das sein müsste. Wenn ich jetzt sehe, dass in Königswinter auf dem Marktplatz Zelte aufgeschlagen werden, dann ist das doch kein Zustand. Insofern kann ich diese Menschen verstehen, aber ich kann natürlich das nicht akzeptieren. Und ich kann Hetze oder wie was immer sie jetzt noch an Bildern bringen, auch nicht akzeptieren. Aber es gibt keine Trennung zwischen hell und dunkel, sondern ein Volk ist gemischt aus vielen Menschen und es gibt kein Dunkeldeutschland, sondern es gibt Menschen, die sehr unterschiedlich reagieren. Und heute reagieren viele Menschen sehr ängstlich. Und das kann ich verstehen und nachempfinden. Aber ich billige das nicht. Ja. Aber ich würde eine Frage nicht. Wäre, ob Sie nicht doch diese Angst schüren, wenn Sie beispielsweise einen Begriff benutzen wie unkontrollierte Massenzuwanderung. Das hört sich an, als werden wir hier von Millionen überrannt. Na, liebe Frau Käßmann, was ist denn das, was Sie gestern in den Zügen sahen? Das sind Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen. Ja, und wir haben sehr wohl die Kraft, die zu integrieren. Das hat ja damit nichts zu tun. Aber es ist doch unkontrolliert. Die Polizei gibt auf, Sie werden reden, das Sie ungarische Grenzregime gibt also auf. Da will ich jetzt mal wirklich auch die Fahne für die vielen, vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hochhalten. Ich bin in sehr, sehr vielen Einrichtungen gewesen, auch bei uns in Rheinland-Pfalz. Und da sitzen Männer und Frauen, die ihre Arbeit machen mit einem, wirklich mit einem Engagement. Da wird registriert, da wird nach dem Beruf gefragt. Ja. Da wird jeder Einzelne mit Dolmetschern und vielem anderen auch. Das ist nicht unkontrolliert, das ist eine Aufgabe, die ist zu leisten und zu meistern. Und unsere Polizei ist da, das Rote Kreuz ist da. Die Frage ist doch, wie entsteht Angst? Ganz häufig aus Falschinformationen. Ja. Oder aus fehlender Information. Oder fehlender Information. Oder eben Befürchtungen zu haben, das ist, glaube ich, menschlich. Auch, dass man vielleicht Sorgen hat. Ja. Aber Angst ist eine Kategorie, wo ich mir dann schon Gedanken mache, woher rührt diese Angst? Wer bedroht hier wen? Herr Beck, Herr Gauland hat noch etwas gesagt zur Erklärung, wenn ich Sie noch mal zitieren darf. Da ging es um den Anschlag in Nauen, der in Ihrem Bundesland stattgefunden hat. Sie haben gesagt, wären die Bürger einbezogen worden, hätten Sie das Gefühl, dass nicht nur Sie und die Kommunen gefordert werden, sondern auch die Politik von Bund und Land, dann ließen sich Reaktionen wie jetzt in Nauen sicherlich verhindern. Herr Beck, ist das so, dass die Politik schuld hat, wenn die Brandsätze fliegen? Darf ich einen Satz sagen? Gut, dann einen Satz, aber dann zur Frage. Ist die Politik schuld, wenn die Brandsätze fliegen? Ich will Herrn Beck überhaupt nicht unterbrechen. Aber das bezieht sich nicht auf den Brandanschlag, sondern wenn Sie das Ganze lesen, bezieht sich das auf das, was sich in Nauen noch abgespielt hat. Also da ist die Stadtverordnetenversammlung gestürmt worden. Da sind Leute ganz aufgeregt eingedrungen. Das heißt, auf diese Dinge bezieht sich dieser Satz und nicht auf den Brandanschlag. Das Perfide, was Herr Gauland ja die ganze Zeit versucht, ist eigentlich das, was diese Gewalttäter und Rassisten auf der Straße machen, hier mit Verständnis zu übergießen und sagen, diese armen Menschen sind eigentlich Opfer, denen müssen wir mit Verständnis begegnen, die haben nur Befürchtung. Nein, diese Leute, denen müssen wir nicht mit Verständnis begegnen, sondern mit klarer Konfrontation und sagen, so etwas lassen wir in einer demokratischen Gesellschaft einfach nicht zu. Mit der Gesellschaft insgesamt müssen wir drüber reden. Was können wir tun, um diese Menschen jetzt aufzunehmen, die zu uns kommen? Wie können wir das organisieren? Ja. Und übrigens auch die Medien mal über die viel mehr Menschen
reden, die in die Flüchtlingsheime gehen, da Deutschkurse anbieten, mit den Grillfeste feiern, mal Leute mit rausnehmen zu einer Freizeitaktivität oder Fußballspiele mit Flüchtlingen organisieren. Da gibt es eine ganze Menge Menschen, über die berichtet in den Medien kaum jemand oder nur am Rand. Und es gibt aber nicht im Vergleich zu diesen paar Irren, die da auf der Straße rumlaufen, die kriegen eine solche Pressepräsenz gegenüber den anderen, die auch Deutschland sind und die die Mehrheit in Deutschland repräsentieren. Und darauf muss man auch einen Fokus richten. Und man darf Herrn Gauland nicht durchgehen lassen, dass man, dass man sagt, ja, hätten wir vorher irgendwie ein Flugblatt verteilt oder denen das gesagt, dann wäre das nicht passiert. Diese Leute organisieren diese Aufstände, die zündeln, die machen das im Internet. Und übrigens, wenn Sie hier sagen, Volksverräter ist ein inakzeptabler Begriff unter Demokraten, das würde ich auch sagen, dann erwarte ich von Ihnen, dass ab morgen auf keinem AfD-Account auf Twitter ich oder Frau Klöckner als Volksverräter oder Volksverräterin weiter beschimpft werden. Also ich glaube diese nicht, Accounts sind Legion mit Werbung für die AfD, die genau diese Begrifflichkeit besetzen. Und da haben Sie eine schöne Arbeitsteilung. Ja, Herr Gauland setzt sich schön bürgerlich hier in die Fernsehsendung und sagt, na ja, man darf es nicht übertreiben, aber irgendwie recht haben die Leute schon. Und das Fußvolk erledigt die Schmutzarbeit. Darf ich? Lasse ich Ihnen nicht durchgehen. Herr Gauland, bevor Sie antworten, ich würde gerne, weil das einfach ein Vorwurf ist, der sehr häufig kommt. Es gibt die auf der Straße, die skandieren weg mit dem Dreck. Und es gibt eben die politische Kraft, die AfD, die gewählt ist, eben auch im Parlament. Die Frage, die sich einige stellen, ist, wie Herr Beck es fragt, wo ist der Zusammenhang zwischen dem, was politisch eben gesagt wird und dem, was auf der Straße passiert? Um das noch mal zu illustrieren, wollen wir noch zwei Zitate bringen aus dem AfD-Universum. Und dann reden wir mal wirklich über die AfD. So, Herr Gauland, welchen von diesen Äußerungen müssen Sie widersprechen? Also ich würde das, was die junge Alternative sagt, dass die Jugendorganisation ist, wenn Sie das vergleichen mit dem, was früher Jungsozialisten und auch die jungen Grünen gesagt haben, überhaupt nicht so ernst nehmen. Das ist nun mal bei Jugendorganisationen so. Bevölkerungsaustausch, aber typisch, das ist aber die Sprache typisch der Nazis. Ist, dass bei der AfD das sozusagen als kritikwürdig angesehen wird. Bevölkerungsaustausch ist nicht kritikwürdig als Begrifflichkeit? Das ist kritikwürdig, aber es sind junge Leute, die sich auch mal vergreifen in der Argumentation. So wie die Steine werfen, oder was? Das ist doch was völlig anderes. Wir reden von Argumentation. Wir reden gerade über junge Leute. Wo auf der einen Seite rechtfertigen, dass es okay ist. Ich habe ganz klar gesagt, Kriminalität geht nicht. Und Kriminalität ist das, was Sie gerade ansprechen, Steine werfen. Diese Sätze sind keine Kriminalität. Ja, genau. Aber wo fängt es an? Und wer gibt die Impulse? Da gibt es das Strafgesetzbuch, aber ganz eindeutig. Kann doch nicht dasselbe sein, dass hier jemand von Bevölkerungsaustausch spricht. Das ist doch nicht strafwürdig. Das ist doch ganz normale politische Diskussion. Aber nicht alles, was strafbar ist, ist in einer Demokratie schon akzeptabel. Das habe ich halt nicht strafrechtlich gesagt. Verfolgt. Aber, ja. Aber man muss eine klare Kante auch als Partei ziehen und sagen, wer so etwas äußert, ist bei uns draußen. Also ich würde auch sagen, wenn da die Rede davon ist, dass unsere Sitten und Gebräuche in Frage gestellt werden, dann würde ich mal sagen, Menschen, die so hetzen und auch solche E-Mail-Accounts haben, bei Facebook sowas posten, die stellen unsere Sitten und Gebräuche, nämlich die Würde des Menschen ist unantastbar. Das wird da in Frage gestellt für mich. Wir haben in der Tat manchmal solche Facebook-Eintragungen, die werden alle gelöscht. Das heißt, das ist, ja, da gibt es nichts zu lachen. Das ist nicht AfD-Politik und das wissen Sie auch. Das heißt, Sie können nicht immer alles, ich bin gar kein Facebook-Nutzer, Sie können nicht immer alles, was auf Facebook ist, sofort erkennen und es gibt eine Forsa-Umfrage, Herr Gauland, auf die Gefahr hin. Das ist zwar jetzt ein bisschen unfair, weil das jetzt nur quasi die AfD dahinstellt, aber wenn, also 23% der AfD-Wähler haben Verständnis für Gewalt gegen Asylbewerberheime. 23%. Bei den anderen Parteien, das ist eine seriöse Umfrage, ist das bei null oder fast bei null. Da noch mal die Frage, sehen Sie gar keine Verantwortung zwischen dem, was Sie als Partei in die Öffentlichkeit tragen und dem, was dann an Brandsätzen fliegt? Oder Nein. an verbalen Ausschreitungen wie weg mit dem Dreck?
Nein. Kein Zusammenhang? Weil die AfD in keiner Weise in irgendwo zur Gewalt aufgerufen hat. Und was Wähler, ob es von der Linkspartei, von der CDU oder von anderen Parteien ist, für sich denken und aus welchen Gründen sie irgendwo ein Kreuzchen setzen, das können wir nicht beeinflussen. Das ist auch nicht unsere Politik. Sie haben mal und gesagt, ich sehe mir ist egal, überhaupt wer mich keine Verantwortung. Es wird der Versuch gemacht, der AfD sozusagen das in die Schuhe zu schieben. Und das ist ein völlig undemokratischer Versuch, weil wir im Grunde genommen die Partei sind, die die Dinge ansprechen, von denen ich jetzt schon weiß, dass CDU und CSU sehr bald folgen werden. Nämlich welche? Na, zum Beispiel die Problematik mit dem Asylrecht. Ich bin mal gespannt, wenn wir tatsächlich etwas über 1 Million haben, was dann die CDU-Bundestagsfraktion dazu sagt. Da wird Frau Klöckner jetzt sagen. Ich würde gerne was dazu sagen. Bitte, Frau Klöckner. Wir haben keine Problematik mit dem Asylrecht. Asyl ist Menschenrecht. Und ich halte es für richtig und wichtig, dass es ein Asylrecht gibt. Und ich halte es auch für falsch, Flüchtlinge quotieren zu wollen. Das ist was anderes, als wenn wir über Zuwanderung oder Einwanderung reden. Weil der Fluchtgrund ist das Entscheidende. Und den kann ich nicht quotieren. Und deshalb haben wir kein Problem mit dem Asylrecht als solchem. Wir haben vielleicht mit der Ausgestaltung, wir haben vielleicht mit der Organisation, zum Beispiel der Abarbeitung von Anträgen, mit der langen Dauer eine Problematik. Wir reden darüber, welche Länder werden als sichere Herkunftsländer anerkannt und welche nicht. Aber das Asylrecht oder Asyl in Frage zu stellen, das wird es mit der Union nicht geben. Und ein letztes. Diejenigen, die glauben, sie würden das christlich-jüdische Abendland vertreten, die Meinung vertreten. Da bin ich sehr erstaunt, weil sie gerade das mit einer Art und Weise tun, was überhaupt nicht dem christlich-jüdischen Abendland entspricht. Aber das Wort habe ich gar nicht in den Mund genommen. Ich habe nochmal Bezug bezogen auf das, worüber wir ja heute auch reden. Und deshalb, wenn wir zum Beispiel in die Bibel schauen, das ist voll von der Geschichte von Flucht und Vertreibung. Und wir, also wo ich geboren bin, ist kein Verdienst, sondern ein Zufall bestenfalls. Deshalb denke ich, ein bisschen großherziger sein, dass auf der einen Seite Mitmenschlichkeit, aber Konsequenz auf der anderen Seite. Und das ist etwas, was es geht noch mal um die Frage, was für einen Einfluss hat das, was Parteien, gewählte Vertreter sagen, auf das, was auf der Straße passiert. Ich habe ein Beispiel, ein Plakat, diesmal ist es AfD, verglichen mit einem Plakat der NPD. Das kann man ganz gut sehen, dass da eine Äußerung steht, die relativ vergleichbar ist. Hier, wir sind nicht das Weltsozialamt, ist die AfD, wir sind nicht das Sozialamt der Welt, sagt die NPD. Da gibt es aber eine CSU-Version, die dazu auch passt. Da gibt es eine CSU-Version, die wollte ich gerade, Frau Klöckner, vorschlagen. Herr Seehofer sagt, wir sind nicht das Sozialamt des Balkans. Herr de Maizière sagt, auf Dauer ist das für Deutschland zu viel. Was davon halten Sie für legitime politische Auseinandersetzung und warum ist das nicht alles mit diesen beiden Plakaten aufeinander zu kriegen? Also wir müssen auch Acht geben, dass wir nicht so eine Repressivität bekommen, dass man jedem, der nicht 100% einer Meinung ist, dann sofort irgendwelchen Rassismus oder sonst was unterstellt. Es gibt auch Plakate der AfD für mehr Bürgerbeteiligung. Die Grünen sind auch für mehr Bürgerbeteiligung. Ich würde nie die Grünen in Haft nehmen für AfD-Plakate. Insofern ist das... Nein, also ich meine, es gibt Dinge, die Parteien unabhängig, ob sie jetzt extremistisch sind oder nicht... Das wird nicht funktionieren. Gehen wir doch mal ganz sachlich an die Dinge ran. Wir haben, wenn die Prognosen stimmen, werden wir 800.000 Bewerber haben, jetzt nach den Prognosen. Etwa die Hälfte hat keine Perspektive auf Bleiben, weil sie nicht dem Asylrecht entsprechen. Ich verstehe jeden, der aus dem Westbalkan kommt und sagt, Mensch, Deutschland ist das Land unserer Hoffnung. Das ist erstmal ein Kompliment auch für uns, für unser Land. Und ich verstehe jeden, der hier gerne leben möchte, weil übrigens auch durch falsche Flugblätter, die dort verteilt werden. Ich habe mit der Botschafterin von Montenegro gesprochen, die mir sagte, bei uns sind Flugblätter im Umlauf. Jeder, der nach Deutschland kommt, bekommt 1.000 Euro. Das machen Schlepper, das machen viele Menschen, die mit dieser Hoffnung Geld verdienen wollen. Dass das nicht stimmt und dass das auch nicht funktionieren wird, ich glaube, das liegt auf der Hand. Und deshalb ist es wichtig zu unterscheiden. Ob sich jemand ermutigt fühlt, eben der von einem Ministerpräsidenten aus Bayern, ihrem Unionspartner, gesagt bekommt, wir sind nicht das soziale Amt des Balkans, eben dann auch selber vorzugehen gegen die Zustände, die er nicht billigt. Das ist die Frage. Also ich... Ich bin nicht der Meinung, dass man alles in einen Topf jetzt hier werfen kann. Wenn wir uns Bayern anschauen, in Bayern ist die Hilfsbereitschaft so groß, ganz gleich welcher Partei,
auch in den Kommunen, die ja doch sehr CSU getragen sind. Und deshalb, um das noch mal deutlich zu machen, es hat auch etwas mit einem Absender zu tun, mit welcher Gesinnung jemand etwas sagt und dass wir es doch schaffen müssen. Ich erlebe es ja jetzt wirklich auch in den Kommunen, ich selbst bin im Kreistag. Ja. Wir erleben doch, dass die Kommunen zurzeit, ich sag's jetzt mal, vor einer ganz großen Herausforderung stehen, Menschen auch unterzubringen. So ist es, und wenn wir Menschen haben, die hier nicht bleiben können und nicht bleiben werden, müssen wir uns doch Gedanken machen, wie wir Anreize, die ja menschlich sind. Ja, das ist gar keine Frage. Einfach das deutlich die machen, dass sie die andere war die Frage eben der. Aber dieses Plakat, also dieser Slogan, egal von wem er jetzt gesendet wird von diesen drei Parteien, insinuiert, dass andere Parteien das irgendwie anders sehen würden und dass man dagegen politisch Kampagne machen muss. Das ist ja kein Plakat, das im Kosovo, in Montenegro, in Serbien am Sozialamt hängt und, und die Deutschen sagen euch, wir sind nicht das Weltsozialamt, lasst es bleiben, hierher zu kommen, wenn ihr keine Fluchtgründe habt. Das versuchen wir ja gerade zu machen und das ist ja auch richtig, dass wir den Leuten sagen, was die Voraussetzungen sind, um hierher zu kommen, um bleiben zu dürfen. Entweder als Arbeitsmigrant, wenn man hochqualifiziert ist, oder eben als Flüchtling, wenn man einen Schutzgrund hat. So. Aber den muss man halt auch haben und nicht das Gefühl, ich möchte da kommen. Und da muss ich sagen, hinter dieser Debatte ist etwas völlig in den Hintergrund getreten, was mir Sorgen macht, weil ich mich seit Jahren für die Roma nicht nur auf dem Westbalkan, sondern auch auf den Ostbalkan und in Tschechien und der Slowakei einsetze. Es gibt auf dem Balkan, nicht alle Roma, aber eine Gruppe von Roma, zum Beispiel in Serbien, die sogenannten unsichtbaren Roma, das sind alles Kosovo-Flüchtlinge ohne Papiere, die werden nicht nur diskriminiert, die werden überfallen von serbischen Nationalisten, da kommt die Polizei nicht. Das ist nach deutschem Asylrecht und nach europäischem Flüchtlingsrecht nicht staatliche Verfolgung. Wird bei uns aber in der Praxis komischerweise nicht anerkannt. In der Schweiz werden 37% der Flüchtlinge aus Serbien als Verfolgte anerkannt. Da haben wir auch ein Problem mit Defizit bei der Schutzgewährung. Auch darüber müssen wir reden, aber neben der anderen Frage, dass es nicht sein kann, dass Leute, die aus Armut, Perspektivlosigkeit oder Frust sagen, da gehe ich halt nach Deutschland. Sie müssen mir eines gestatten. Wir haben einen Flüchtlingsabend gestern gehabt, wir eine Flüchtlingssendung letzte Woche. Heute soll es tatsächlich darum gehen, in welcher geistigen Verfassung das Land sich befindet und sich verändert. Aufgrund dieser Flüchtlingsgeschichte. Aber dazu gehört, solche Sachen analysieren, was in diesen Aussagen richtig und falsch ist. Ich würde trotzdem gerne zurückgehen zu der Frage, eben, mit wem haben wir es da zu tun? Wir sind das Pack mit den Gewalttätern, mit der Frage, die jetzt auch aufgetaucht ist. Ist das eigentlich vor allem ein Problem, das in den ostdeutschen, in den neuen Bundesländern stattfindet? Weil dort, so jedenfalls kann man es immer wieder lesen, überdurchschnittlich viele dieser Anschläge gegen Flüchtlingsheime passieren. Die Ministerpräsidenten der neuen Bundesländer haben sich jetzt am Wochenende gegen eine Stigmatisierung gewendet. Sie stehen auch nicht alleine. Und ich möchte gerne noch einen weiteren Diskutanten bei uns begrüßen, der sich vor allem auch im Schwerpunkt mit dieser Frage beschäftigt hat. Er ist Autor, Publizist und Rechtsextremismus-Experte. Herzlich willkommen, Herr Sundermeier. Wir haben gerade diese Ostdebatte jetzt angeschnitten mit dem Ministerpräsidenten und Gregor Gysi, die sich dagegen wenden. Wie sehen die Fakten aus? Gibt es mehr Anschläge im Osten oder nicht? Ja, definitiv. Wir haben im ersten Halbjahr 2015 202 nachgewiesene Anschläge gehabt, wo Leute einfach vorgegangen sind gegen Flüchtlingsheime deutschlandweit. Und rund die Hälfte dieser Zahl hat eben im Osten stattgefunden, wo aber deutlich weniger Menschen leben. Und da ist beispielsweise dieser schreckliche Anschlag in Nauen, wo diese Turnhalle abgebrannt ist, wo Flüchtlinge noch untergebracht werden sollten, noch gar nicht mit dabei. Also der Osten erfährt eine größere Belastung, aber Fremdenfeindlichkeit und Rassismus ist ein gesamtdeutsches Problem. Und insofern gebe ich diesen Politikern, den Ministerpräsidenten des Ostens, dort schon recht zu sagen, das ist nicht nur unser Problem. Die Kanzlerin hat sich dazu geäußert, große Pressekonferenz, und hat gesagt, es bringt überhaupt gar nichts, dieser Frage überhaupt nachzugehen, ob es im Osten und im Westen unterschiedliche Situationen gibt. Stimmen Sie dazu? Dem stimme ich nicht zu. Ich finde das ganz entscheidend. Wir leben in einem vereinigten Deutschland, wo wir uns alle darüber freuen. Ich lebe selbst
im östlichen Teil Berlins. Mhm. Und viele Menschen, die in meinem Haus leben, die in meiner Nachbarschaft leben, die haben DDR-Biografien. Wir müssen auch nach 25 Jahren dieses friedlichen, weitgehend friedlichen Zusammenlebens über die Unterschiede sprechen, mhm, und auch darüber, was die Ursachen dafür sind, dass wir in Sachsen oder auch in Brandenburg oder in Thüringen einfach mehr fremdenfeindliche Übergriffe haben. Mhm. Warum dort rechtsextremistische und auch rechtspopulistische Parteien wie die AfD von Herrn Gauland dort einfach wesentlich erfolgreicher sind als im restlichen Teil der Republik. Gibt es dafür eine einfache Antwort? Nein, es gibt da keine einfache Antwort für. Das ist eine multikausale, also sehr vielschichtige Antwort. Das hat auch zu tun mit der Vergangenheit, mit der DDR-Geschichte. Das klang ja schon an aus den Erfahrungen, die Herr Soest geschildert hat. Einfach als Mensch, der in der DDR aufgewachsen ist und nicht so aussah wie jeder andere, der möglicherweise eine andere sexuelle Orientierung hat, der anders aussieht, der andere Frisur trug. Es gab, die DDR ist eine sehr homogene Gesellschaft gewesen, wo das Nonkonforme einfach nicht angesagt war. Und deswegen sagen mir bis heute ranghohe NPD-Funktionäre, die DDR war aus unserer Sicht das bessere Deutschland. Mhm. Sie haben gesagt, dass Ihnen dieser offene Rassismus eigentlich nach der Wende stärker noch entgegengeschlagen ist oder gewalttätiger. Wo ist der Unterschied, den Sie sehen zwischen vor der Wende und nach der Wende? Ich glaube zum einen, das, was Sie auch schon sagen, man könnte es so ausdrücken, DDR-Bürger wurden ja eher als atheistische Arbeiterschaft erzogen. Das heißt, der Glaube und auch das Wertesystem von Glauben war nicht besonders verbreitet. Mhm. Und gerade im Bereich Sachsen, wo natürlich auch viele Menschen sind, die auf der einen Seite sich vielleicht von der Wende im Stich gelassen gefühlt haben, ja, oder auch sich ihrer eigenen Ohnmacht und auch Unfähigkeit, ihr Leben in den Griff zu kriegen, nicht stellen wollen. Es ist ja viel leichter, auf andere zu zeigen und zu sagen, du bist schuld daran, du Flüchtling, du nimmst mir meinen Job weg, als mich vor den Spiegel zu stellen und zu sagen, wieso kriegst du eigentlich dein Leben nicht in den Griff? Ja. Ja? Und das ist aller Wahrscheinlichkeit nach in den neuen Bundesländern ein bisschen ausgeprägter durch unsere Geschichte, mhm, als es vielleicht in den alten Bundesländern ist. Frust haben Sie auch mal ausgemacht als eine Ursache für das, was da an Gewalt ist? Also Perspektivlosigkeit? Genau. Ja, das meine ich. Ich glaube, es ist wirklich der Frust. Aber und wenn du diese Intensität von Hass und Wut, die diese Menschen, die Steine werfen und Brandsätze werfen, ja, wenn du die siehst, das machen die gegen Menschen, die haben die noch nie gesehen, wirklich in Hass und Wut. Mhm. Kannst du meiner Ansicht nach aber nur gegen Menschen entwickeln, die dir wirklich was getan haben. Die Flüchtlinge haben noch niemandem von uns irgendwas getan. Wir haben nicht weniger Geld in unserem Beutel, wir haben nicht weniger Wohnraum, es ist noch nichts passiert. Ja, ja. Und es wird sicherlich auch nichts passieren. Das heißt, die Wut zum großen Teil aus meiner Sicht ist eher eine Eigenwut, ist ein Selbstfrust, dass die Menschen nicht in der Lage sind, ihr eigenes Leben, ihre eigenen Perspektiven, mhm, wirklich zu leben und auf die Reihe zu kriegen. Meine eine Frage ist doch, wie wir umsetzen diese Wut in Empathie. Also in der Bibel, Sie haben die vorhin erwähnt, heißt es so schön, der Fremdling, der unter euch wohnt, den sollt ihr schützen, denn er ist wie du. Das ist das. Überleg dir selbst, wie es dir ginge, wenn du vertrieben würdest, wie es dir ginge, wenn du die Heimat verlierst. Das haben ja viele Deutsche, die jetzt sehr alt sind, auch selber noch erfahren. Denn er ist wie du. Übrigens 89 auch viele Bürger, die die DDR verlassen haben, die ankamen, die nichts dabei hatten und die sehr offen aufgenommen wurden. Und ich glaube, daran müssen wir noch mal erinnern. Denn er ist wie du, dieser Flüchtling. Es könnte uns passieren, dass wir fliehen müssen. Und was heißt das? Und wenn wir diese Empathie nicht wecken, ich glaube, dann kommen wir nicht weiter. Schaffen, dass aus diesem, also dieser Block, der so benannt wird, die Flüchtlinge, ja, jeder ist ja anders. Das sind ja alles Individuen aus den einzelnen Menschen und mit einzelnen Schicksalen. Und ich bin fest davon überzeugt, bei aller Herausforderung. Mhm. Und es ist jetzt auch nicht so, dass jeder Flüchtling kurz vor der Heiligsprechung steht. Und es gibt auch Konflikte in Aufnahmeeinrichtungen, keine Frage. Auch das gehört dazu. Aber das kann ein unglaublicher Kreativitätsschub für unsere Gesellschaft werden. Ja. Denn diese Situation ist doch eine Chance für uns. Wo stehen wir heute? Ja. Dass jeder eine Haltung entwickeln muss. Wie halte ich es denn jetzt mit dieser Situation? Und das heißt nicht, dass man alles gut finden muss. Dass man auch klar sagt, was sind unsere Regeln? Mhm. Nach denen läuft es. Aber da würde ich gerne noch mal ergänzen, dass natürlich diese Frage mit dem Sozialamt des Balkan und Ähnlichem mehr, da müssen Politiker, Politikerinnen schon sehr aufpassen mit ihrer Sprache auch, denke ich. Statt mal zu sagen, großartig, dass wir Zuwanderung haben, wir brauchen sie, wir haben ein Überangebot. Ich habe jetzt eine ganz ketzerische Frage, Frau Kessmann. Also das, was uns ja auch häufig entgegenschallt, ist ihr, die politische Elite, die publizistische Elite, überhaupt die Eliten des Landes, ihr betont immer nur, was gut ist. Ihr sagt, Zuwanderung ist toll, Zuwanderung bringt irgendwie die Wirtschaftskraft. Und ihr guckt überhaupt nicht dahin, was die Probleme sind. Machen wir es uns da nicht so einfach in dem Sinne, dass wir einfach nur noch die guten, Sie haben sofort gesagt, richtig, dass wir nur die guten Seiten und dann überlassen wir politisch anderen Kräften nur
auf die negativen Seiten. Wollten Sie mir zustimmen, Herr Gauland? Ja, ich wollte Ihnen bis zum gewissen Grade zustimmen. Wenn ich mir zum Beispiel angucke, dieser berühmte Kommentar von Frau Reschke. Panorama. Ich bin mit vielem, was sie gesagt hat, einverstanden. Aber was dann losging... Sie hat den Aufstand der Anständigen. Ja, was dann losging, gefordert. Sozusagen, dass sie Mut habe. Ja. Entschuldigung, aber wenn jemand im öffentlich-rechtlichen Fernsehen in der Demokratie bezahlt einen Kommentar spricht und dann kommen alle und haben Mut. Nein, Mut hatte Stauffenberg. Das war eine Zeit, wo man leider Mut haben musste. Aber Frau Reschke musste keinen Mut haben. Und das ist das Problem. Langsam. Ich bin gefragt worden. Was ist das Problem? Ich glaube schon, dass die Eliten inzwischen nicht mehr genau wissen, was die Menschen auf der Straße denken. Moment, lass ihn doch mal ausreden. Dafür haben wir ihn eingeladen. Bitte, Herr Gauland. Ich hatte das eigentlich schon gesagt. Ich glaube nicht mehr, dass die Eliten genau wissen, was die Menschen auf der Straße denken. So. Das finde ich wesentlich zu einfach, muss ich sagen, weil wir sagen können, dass die Menschen auf der Straße, die ich erlebe, in Kirchengemeinden, der Kirchenpräsident Hessen-Nassau hat gerade gesagt, sie haben jetzt über 10.000 Freiwillige, die vor Ort, die sammeln Kleidung für die Flüchtlinge, die bringen sie unter, die begleiten sie zu Ämtern, die versorgen sie, die helfen ihnen, diese ganzen Strukturen in Deutschland zu begreifen. Wir haben einen solchen Zulauf an Freiwilligen ganz vor Ort und die denken, ja, wir wollen ein weltoffenes Deutschland sein. Ganz vor Ort, nicht das heißt, da oben abgehoben. Ich glaube, es ist und dieses, nicht was Herr Gauland hier versucht, ist ja zu sagen, also da sind die abgehobenen Politiker, die Meinungsmacher, sie nennen es Eliten, und da sind wir die Volksversteher und das Volk. Wenn ich mal hier nach Köln gucke, mein Volk in Köln, da sind im Winter regelmäßig 20 bis 50 Hanseln auf die Straße gegangen und haben skandiert, wir sind das Volk. Und Tausende von Menschen sind dagegen auf die Straße gegangen und haben ihnen gesagt, nein, ihr seid nicht das Volk, wir sind für ein weltoffenes Köln. Okay. Am Wochenende hat der AfD-Ableger Pro Deutschland ein Grillfest gemacht neben einer Flüchtlingsunterkunft als Provokation. Da standen, es sind 15 Pro-Leute gewesen und 300 Kölnerinnen und Kölner, die gesagt haben, wir schützen hier diese Flüchtlinge und wir lassen die hier nicht verschrecken. Das ist das Volk. Und deshalb erzählen Sie hier nicht, Sie verstünden das Volk. Das Volk ist ganz anders, als Sie denken. 69% diese Leute, die Sie repräsentieren, gehören leider auch dazu. Der Deutschen wollen nicht, dass weiter Wirtschaftsflüchtlinge aufgenommen werden. Neueste Umfrage. Das muss ja auch das Volk sein. Ich bin auch gegen Diebstahl und Mord und Totschlag. Natürlich ist niemand dafür, dass Wirtschaftsflüchtlinge herkommen. Das sieht unser Recht ja auch gar nicht vor. Trotzdem müssen wir mit den Fragen umgehen, wenn Menschen aus Not fliehen. Was machen wir mit denen? Können wir nach dem Balkan mit Mauern uns schützen oder müssen wir da andere Zugangsmöglichkeiten schaffen? Es geht ja darum, Menschen, die eine Perspektive haben, zu bleiben oder nicht haben zu bleiben. Egal, ob sie die haben, wir müssen ordentlich mit denen umgehen. Es geht um Stil und Anschein. Wie gehen wir denn mit denen um, die auf der Straße in Deutschland, nehmen wir mal Pegida, massenhaft, das ist noch gar nicht so lange her, ihre Angst und ihrer Wut und ihrem Hass aber auch Luft gemacht haben. Sie haben immer gesagt, man muss eigentlich auch mit denen reden. Also wenn wir uns Pegida anschauen. Wo ist also der Unterschied? Pegida ist ja zwischen dem, kein, was homogener, damals passiert ist, ist ja kein homogener Kreis gewesen. Stimmt. Wer ist denn da bei Pegida mitgelaufen? Kann man fragen, bei welchem Bewusstsein sie sind, muss man wirklich fragen. Aber da sind Menschen gelaufen, die haben demonstriert gegen die Pflichtmitgliedschaft der Kammerbeiträge. Da sind Gewerkschaftsmitglieder mitgelaufen, hatten die Gewerkschaften große Not, ihre Mitglieder zurückzuholen. Da sind Menschen in einem, ich kann das nicht nachvollziehen, aber da sind Menschen mitgelaufen, die sagten, ach, es ist immer Zeit, dann demonstrieren wir mal dagegen, dass ich vor Gericht nicht Recht bekommen habe. Das ist, sowas ist dumm, ganz offen. Aber es war sehr gesagt. Erfolgreich und das war sehr viele Wochen lang. Ja, aber Sie fragen mich ja, wie gehen wir mit diesen Menschen um? Ich halte nichts davon, dass man grundsätzlich sagt, mit denen reden wir nie mehr. Es ist auch immer wieder eine Aufgabe zu schauen, können wir durch klare Informationen Teile unseres Volkes, die es vielleicht anders sehen, teilhaben lassen, auch an demokratischen Nach- und Meinungsbildungsprozessen. Mhm. Aber ich unterscheide schon sehr wohl. Diejenigen, die in erster Reihe gestanden haben, diejenigen, die gehetzt haben und die auch dazu aufgerufen haben, mitunter von verbaler Gewalt, dauert es nicht mehr lange, bis auch wirklich tätlicher Gewalt.
Da gibt es schon Unterschiede. Wir haben Meinungsfreiheit, auch dummes Zeug muss man ertragen. Wenn es Volksverhetzung ist, kommt es Strafrecht. Herr Sundermeier, gibt es einen Zusammenhang zwischen Pegida, ich sage jetzt auch AfD, der rechten Gewalt, also tatsächlich der tätlichen Gewalt, die Sie sehen? Das ist zu 100% das, was wir erleben in Deutschland. Das ist zu 100% das, was ich persönlich seit einem Jahr mir anschaue. Ich habe mir über 20 Pegida- und GIDA-Veranstaltungen deutschlandweit angeschaut. Ich bin auch im Dezember in Dresden gewesen bei Pegida, als Herr Gauland den öffentlichen Schulterschluss mit einer homogenen, rassistischen Bewegung demonstriert hat, vor den Bildern der Öffentlichkeit. Er ist im Morgenmagazin gewesen, er ist in der blauen Gruppe, in den Tagesthemen überall aufgetreten, im Übrigen mit einer ähnlichen Verklärung wie die, die jetzt von Ihnen kommt, mit Frau Klöckner, mit Verlaub. Ich habe bisher alles sehr gut, sehr gut. Lassen Sie mich bitte ausreden. Sie verklären die Leute, die da mitgehen. Sie sind dort nicht gewesen. Die Leute, die bei Pegida dabei waren, sind dieselben Leute gewesen, die in Heidenau auf die Straße gehen. Das sind die 200 rechtsmotivierten Hooligans, von denen sehr viele aus dem Umfeld von Dynamo Dresden kommen, die auch dabei waren an dem Tag. Auch bei dem Tag, lassen Sie mich bitte ausreden, an dem Tag, als Herr Gauland dabei gewesen sind. Und die restlichen paar hundert Heidenauer, die dahinter gestanden sind. Heidenau ist Kernland von Pegida, ist Freital, ist Meißen. All diese Kommunen, all diese kleinen und mittelgroßen Städte sind die Städte, aus denen Pegida sich gespeist hat, all die Monate lang. Herr Gauland wusste das von Anfang an. Pegida ist eine zutiefst rassistische Bewegung, die durch die Wahlerfolge, die die AfD in den Monaten vorher hatte, insgesamt ein Klima aufgeheizt hat in Deutschland. Übrigens spielt Köln auf dieser Landkarte auch eine Rolle, nämlich mit den Hooligans gegen Salafisten, die Ende Oktober versucht haben, die Kölner Innenstadt auseinanderzunehmen. All das läuft augenblicklich aufeinander zu und dafür gebe ich auch Herrn Gauland eine Mitverantwortung. Ich habe eine Frage trotzdem noch. Sie haben jetzt gesagt, es sind 200, 300 in diesem Block. Heidenau. Ja, und in der Pegida, da waren es mehr. Da waren es mehr. 15.000. Das können ja nicht die aus Heidenau sein. Sind das alles Rassisten? Nein. Ja, diese Leute, die dort bei Pegida mitgehen, die sind fremdenfeindlich und rassistisch motiviert. Es sind keine 15.000 Rechtsextremisten. Rechtsextremisten, und ich kenne die Szene sehr gut, sind bei Pegida in Dresden, wenn wir von diesen Hochzeiten reden, von 15.000, 17.000, immer eine vierstellige Zahl dabei gewesen. Die gesamte organisierte rechtsextremistische Szene aus Ihrem Bundesland, aus Brandenburg ist dort gewesen, aus Mecklenburg-Vorpommern, aus Sachsen sowieso, aus Thüringen, die sind dort alle angereist und haben einen ganz hartnäckigen Cordon gebildet bei dieser Pegida-Bewegung, die sich ja zu keiner Partei bekannt hat und auch deswegen so erfolgreich sein konnte. Machen Sie einen Unterschied zwischen denen jetzt in Freital, die tatsächlich Gewalt auch gegen Polizisten übrigens ausgeübt haben und denen, die dann am nächsten Tag mit Kinderwagen und kleinen Kindern in solchen Demonstrationen gelaufen sind? Machen Sie einen Unterschied? Ganz deutlich. Ein Rassist und jemand, der fremdenfeindlich ist, ist nicht automatisch ein Rechtsextremist. Pegida hat in erster Linie die Einstellungsebene bedient. Pegida ist nicht zur Tat geschritten. In Heidenau werden diese Leute eskaliert von anderen Kräften, von der rechtsextremistischen NPD. Sie werden dort eskaliert, aber die Leute sind im Prinzip dieselben. Ein Rassist wird dann zu einem Rechtsextremist, wenn er die Handlungsebene beschreitet und aktiv versucht, Flüchtlinge zu vertreiben. Okay, ich mache jetzt einen ganz kurzen Rückblick. Und zwar deshalb, weil dieses, was wir jetzt erleben und die Angriffe auf die Flüchtlingsheime mehren sich. Das BKA sagt, alleine im Juli, August gab es 131 Straftaten. Es werden also mehr. Es ist nicht das erste Mal, dass wir eine solche Welle erleben. Wir haben Anfang der 90er Jahre auch hässliche Bilder sehen müssen. Das ist die Frage an Sie. Ist das eine Rückkehr oder war es eben nie weg? Ist das sozusagen die väterliche Linie? Also es war nie ganz weg. Die Einstellungen sind da. Das sagen uns auch sämtliche Studien dazu. Die fremdenfeindlichen und rassistischen Einstellungen in der gesamten Republik, insbesondere im Osten. Aber wir haben jetzt eine ganz andere wehrhafte Gesellschaft als die, die wir Anfang der 90er Jahre hatten. In Rostock-Lichtenhagen haben wir einen Staat erlebt, der völlig überfordert war, der sich noch nicht reorganisiert hat nach dem Zusammenbruch der DDR. Das erlebe ich jetzt selbst in Sachsen anders, wo die Polizei am Anfang, an den ersten Tagen der Ausschreitung
dort in Hanau entscheidende Fehler gemacht hat, aber sich dann irgendwann ganz schnell auch vernünftig organisieren konnte. Das habe ich selbst dort als Augenzeuge erleben können. Und vor allen Dingen hatten wir eine Zivilgesellschaft, die noch überhaupt gar nicht sich finden konnte, die noch keine Abwehrkräfte entwickeln konnte, indem sie von einem totalitären System freigelassen wurde und dort völlig freigedreht hat. Wir haben heute andere Abwehrkräfte in Deutschland. Aber wenn damals 3000 drumherum standen und Zugabe gerufen haben, worin unterscheidet sich das dann heute mit denen, die zwar nicht selber einen Brandsatz werfen, aber eben skandieren, der Dreck muss weg? Die Leute, die dort in Lichtenhagen auf die Straße gegangen sind, gebärden sich genauso wie die Menschen in Heidenau. Aber Heidenau erlebt einen Vizekanzler, Heidenau erlebt eine Bundeskanzlerin, okay. Heidenau erlebt einen Bürgermeister. Da gebe ich Ihnen völlig recht. Herr Opitz gibt eine für mich sehr gute Figur ab in diesem gesamten Konflikt in Heidenau. All diese öffentlichen Figuren haben sich dort nicht klar positioniert, damals in Rostock-Lichtenhagen. Wo ist die Qualität der Gewalt heute anders als damals? Was würden Sie sagen, ist der Hauptunterschied? Was macht die Situation heute vielleicht gefährlicher als damals? Die Anschlussfähigkeit, die Anschlussfähigkeit der rechtsextremistischen Gewalttäter an diese Mitläufer, wie das in Rostock damals auch war. Nur zusätzlich haben wir jetzt eine Partei wie die rechtspopulistische AfD, die dort in Sachsen diese Stimmung, dieses Klima maßgeblich mit aufheizt. Übrigens nicht nur in Sachsen, sondern auch in anderen Bundesländern. Auch in Brandenburg. Aber in Sachsen gelingt ihr das. Auch in Brandenburg, wo Herr Gauland der AfD-Vorsitzende ist? Auch in Brandenburg, nur der Unterschied zwischen Brandenburg und Sachsen ist, es gibt auch in Brandenburg rechtsextremistische Straftaten. Es gab diesen Brandanschlag in Nauen. Nur in Brandenburg gibt es eine Landesregierung, die sich aktiv mit diesen Problemen auseinandersetzt über sehr viele Jahre. So eine Landesregierung gibt es in Sachsen nicht. Herr Tillich hat jetzt erkannt, dass er Gesicht zeigen muss. Das finde ich absolut begrüßenswert, aber über sehr viele Jahre hat er es nicht getan. Und auch die CDU, speziell die CDU, in Sachsen ist völlig verharmlosend mit dem rassistischen Pegida-Phänomen. So, also die AfD, sagen Sie, gibt nicht sozusagen der schweigenden Mehrheit, man wird ja wohl noch sagen dürfen, einen Raum und nimmt die Sorgen der Bürger, berechtigte Sorgen an, sondern Sie sagen, die zündeln. Ist das das, was Sie sagen Ich wollen? Sage, dass die AfD mitzündelt in Sachsen. Ich sage auch, Herr Gauland hat das ja gerade selbst geschildert, die AfD hat ein sehr feines Gespür für Stimmungen unter den Menschen, im Übrigen insbesondere Frau Petri in Sachsen, die natürlich wissen, dass die Menschen sich in Heidenau und an anderen Orten einfach bevormundet fühlen. Herr Gabriel kommt an einem Tag, Frau Merkel kommt an einem Tag, dann sind sie wieder weg, wenn man mit Menschen dort in Heidenau redet. Und ich habe mit sehr vielen Leuten gesprochen, in Cafés, in Gaststätten, an der Tankstelle, die fühlen sich bevormundet, auch von uns Medienschaffenden und von den Eliten, die gerade schon angesprochen wurden. Aber sehr anders als in den 90er Jahren ist doch auch, dass es auch in Sachsen, jetzt müssen wir mal was für Sachsen sagen, eine Gegenbewegung gibt in Leipzig, in Dresden. Da sind Menschen, die dagegen aufstehen. Ich weiß das jetzt von den Kirchengemeinden besonders, aber es gab auch Gegendemonstrationen. Das gab es so in den 90er Jahren, meine ich nicht. Ich meine, dass das anders ist. Und anders ist natürlich auch die Anonymität im Netz. Diese anonyme Hetze im Netz, die gab es in den 90er Jahren eben nicht. Die gab es zum Glück auch nicht bei der Wiedervereinigung. Wenn wir uns vorstellen, wenn es damals diese sogenannten sozialen, das sind ja asoziale Netzwerke, gegeben hätte, ich weiß nicht, wie dann die Stimmung gewesen wäre. Man kann das sicherlich heute nicht mehr beantworten, weil die Zeit vorbei ist. Aber Herr Gauland, Sie waren ja bis 91 selber eben bei der CDU in Hessen. Sie waren Leiter der Staatskanzlei von Walter Wallmann, dem Ministerpräsidenten. Ja. Danach waren Sie lange Publizist, eben Märkische Allgemeine, und haben dieses alles miterlebt. Hätten Sie jemals gedacht, dass Ihnen heute jemand gegenüber sitzt und sagt, Sie gehören zu einer Partei, die diese Brandsätze und das, was da an Gewalt kommt, mit befeuert? Also ich halte in der Politik immer alles für möglich. Ich bin völlig anderer Meinung. Ich glaube auch nicht, dass Herr Sundermeier recht hat, aber für möglich halte ich das. Weil wir nicht zündeln, weil das eine völlig falsche Sicht der Dinge ist. Mhm. Schauen Sie, ich habe bei der CDU Folgendes erlebt und das soll man doch mal als Vergleich heranziehen. In den 70er Jahren sagte die CDU, die Frankfurter Schule, Adorno, Horkheimer und der noch lebende Habermas sind schuld an dem RAF-Terrorismus. Das heißt, da habe ich mich damals dagegen gewandt, weil es nicht geht, dass eine politische Auseinandersetzung, also hier zum Beispiel die Frage, wie viel Einwanderung verträgt dieses Land, das ist eine politische Diskussion und die müssen wir führen. Und es kann nicht sein, dass der diese Diskussion führt, sozusagen zum Verbrecher gestempelt wird. Und ein wenig tut Herr Sundermeier das, der ist mir immer sehr sympathisch. Aber
Die Art geht natürlich nicht. Es geht nicht, uns zu Verbrechern zu machen, indem sie die Diskussion, die politische, die wir führen gegen eine Masseneinwanderung, die wir jetzt haben, ich brauche mir nur die Bilder anzugucken, das plötzlich zum Verbrechen zu stempeln, das halte ich. Herr Gauland, als Sie im Dezember in Dresden gewesen sind, haben Sie anschließend gesagt, Sie haben dort keine Rechtsextremisten gesehen. Ich sage Ihnen, dass diejenigen, die die Steine geworfen haben in Heidenau, in dem Dezember, an dem Dezembertag, als Sie in Dresden gewesen sind, auch dabei gewesen sind. Und zwar in gehöriger Anzahl. Ich habe jetzt dem nicht widersprochen. Ich habe mich nicht mit Pegida solidarisiert. Wir haben uns die Menschen angeguckt. Ich habe mit vielen gesprochen. Sie sind auch die Pegida-Partei, sagt der nordrhein-westfälische Landesvorsitzende auf dem Bundesparteitag in Essen. Das ist eine Äußerung, die man so sagen kann. Ich habe nicht in Dresden mich mit Pegida solidarisiert, sondern ich habe mit den Menschen versucht zu reden. Das hat nach mir Herr Gabriel am Küchentisch gemacht. Das kann ja nicht rechtsradikal sein. Wenn Sie immer von Masseneinwanderung reden. Wir sind 80 Millionen, knapp 80 Millionen Bundesbürgerinnen und Bundesbürger. 800.000, bis Sie sagen 400.000, werden wahrscheinlich nur zugelassen. Das sind 0,5%. Ja, wenn ich richtig rechne. Ja, bis jetzt was schon. Was ist denn da Masseneinwanderung? Das fragt 0,5%. Ich meine, das ist doch eine Aufgabe, die zu lösen ist. Aber Frau Käßmann, Sie können jede Prozentzahl bringen. Gucken Sie sich die Fernsehbilder an von Königswinter. Ich rede nicht von Bildern, ich rede jetzt mal von Zahlen. 1 Million Leute sind für dieses Land nicht verkraftbar. Warum denn? Und wer hat das ermittelt und die Studie dafür? Das würde mich auch interessieren. Wir sind 80 Millionen. Es ist erstaunlich. 1 Million halten wir nicht aus. Da brauche ich nur die ganzen Kommunalpolitiker anzugucken, die sagen, das geht nicht mehr. Ach, da waren auch Menschen auf dem Land, also, die gesagt haben, meine Familie ist nach dem Krieg aus dem Sudetenland vertrieben worden. Da hat übrigens auch niemand gefragt, ob die hier ankommen sollen oder nicht. Die standen auf einmal mit dem Koffer vor der Tür, waren übrigens auch nicht willkommen, wurden in der Scheune untergebracht. Beim Bauer in Bayern wurden lange Jahre auch diskriminiert. Obwohl sie Deutsche waren, wurden sie nicht als ganz so deutsch angesehen. Und das waren aber damals Millionen in einem zerbombten Land. Und wir haben das hingekriegt. Und jetzt wollen Sie uns erzählen, in einem Land von 80 Millionen Menschen kommen wir mit 400.000 oder 800.000 Menschen nicht zurecht. Ein Land, das Wohlstand hat, einen gesetzten Rechtsstaat. Ich bin mir sicher, wir schaffen das. Wie viel schaffen wir denn, Stopp. Wir haben erstens nicht die Zeit und zweitens ist das nicht, aber nicht die Flüchtlingsdebatte. Ich habe doch noch mal eine Frage. Es ist ja richtig zu sagen, politische Parteien müssen über das reden, was den Menschen auf den Nägeln brennt. Ja. Wenn Sie das tun und sagen, Sie haben nicht die Verantwortung, so wie Sie es tun, für das, was gilt das in gleichem Maße auch für die NPD? Würden Sie auch sagen, die betreiben, die sind ja auch gewählt, in manchen Parlamenten sitzen sie, sie treten zu Wahlen an, nein, betreiben die ähnlich, sich auch von Gewalt, ähnliche so politische Arbeit, so nein, wie sie für sich und die AfD reklamieren? Es gibt einen Unterschied und der ist für mich ganz entscheidend. Eine Partei, die heute noch Adolf Hitler für einen großen Staatsmann hält, ist in keiner Weise diskussionsfähig in einer Demokratie. Da machen Sie Ihre Grenze, Herr Sundermeier. Da machen Sie auch die Grenze zu Herrn Bachmann von der Pegida. Herr Sundermeier, würde ich gerne fragen. Ich habe mit Herrn Bachmann nie irgendein Gespräch geführt. So viel Zeit bleibt nicht mehr. Es gibt eine Karte, Sie haben daran mitgearbeitet. Sie zeigt, dass besonders da, wo die NPD besonders stark ist, auch besonders viele gewalttätige Anschläge passieren. Es scheint einen Zusammenhang zu geben. Ja. Entnehme ich dem? Ja, ja. Zwischen NPD-Organisation und, also ist das nicht eine spontane Gewalt, die sich da manifestiert, sondern ist die organisiert? Nein, diese Gewalt, die hat sich ja über Monate aufgebaut, vor allen Dingen in den Kommunen, wo sie eskaliert, Beispiel Heidenau, Beispiel Nauen. Dort gibt es flüchtlingsfeindliche Initiativen, die zum Teil massiv von der NPD organisiert werden. Übrigens auch in Berlin, in Marzahn-Hellersdorf. Dort gibt es Demonstrationen in hoher Taktung, dort gibt es parallel eine Facebook- Hetze über die sogenannte Nein zum Heim-Initiative, die lokal so ein bisschen unterschiedlich heißt. Und am Ende findet sich dann immer jemand, der sich profilieren will. Das sind ja meistens junge Männer, die zeigen wollen, wir haben es drauf, die auf der Suche nach Anerkennung sind, die dann den Molotow-Cocktail greifen, die den Stein greifen, die anfangen zum Zündeln und das Ganze eskalieren. Extremisten wollen immer, dass eine Lage eskaliert. Und aber sie es ist auch eben organisiert. Wenn ich Sie richtig verstehe, ist die NPD ja eine Organisation, die eigentlich Parteimitglieder Schwund hat und im Abstieg war und jetzt offensichtlich eine Renaissance erlebt. Oder wie sehen Sie das? Ich habe beobachtet, wie die gesamte NPD-Spitze in Dresden im Dezember auf dem Theaterplatz stand, vor der Semperoper, inmitten dieser riesigen Menschenmenge und ratlos war. Weil Herr Bachmann einfach, also der Pegida-Chef, so geschickt war, zu sagen, wir lassen hier keine Parteiwerbung zu, um den Zuschauer
Zulauf nicht zu stoppen. Und diese Leute hatten dort eine Lehrstunde zu sagen, was ziehen wir dort für Lehren raus? Sie können bei Pegida nicht mitmachen. Sie sind gerade dank der AfD aus dem Landtag geflogen in Dresden und haben sich überlegt, wie können wir das weiter eskalieren? Und sie eskalieren die Situation über ihre fremdenfeindliche Nein zum Heim-Initiative. Verbieten. Sie sind ja dafür, die NPD zu verbieten. Tut man denen nicht damit einen Gefallen, weil man sie noch in der Diskussion hält? Nein, ich finde, sie muss verboten werden, meines Erachtens, weil mich wirklich absolut stört, dass diese Partei auch noch durch Steuergelder finanziert wird. Ich habe das im niedersächsischen Landtagswahlkampf damals erlebt. Die musste sich versammeln dürfen, die musste ihre Rechte bekommen. Und ich sehe nicht ein, dass wir Menschen nicht erklären können, dass man sie nicht wählen darf, weil sie ja eine legitimierte, angeblich demokratische Partei sind. Ich finde, sie gehört verboten. Und ich muss auch sagen, dass sie ja weiterhin aktiv ist. In der Lüneburger Heide haben wir das erlebt, von den Dörfern her die Städte erobern. Also ich finde, das darf nicht auch noch irgendwie legitimiert sein, dass es diese Partei gibt. Sind Sie für ein Verbot? Also es wird jetzt das Verfassungsgericht entscheiden. Es muss nied- und nagelfest sein. Denn wenn ein Verbot, also so eine Blamage wie das vergangene Mal, darf nicht wieder geben. Aber Sie wären dafür, wenn es ginge, wäre es gut. Will ich deutlich sagen, ein Verbot wird nicht schlimme Gedanken aus den Köpfen wegbekommen. Und deshalb ist mein Punkt nochmal der, wenn wir über ein Verbot diskutieren, es gibt Pro und Contra. Und wer gegen ein Verbot ist oder nichts mit großen Fahnen hinterher ist, der ist nicht sofort NPD-Freund. Im Gegenteil, ich will, dass wir wissen, wo diese Leute sind, damit wir sie auch stellen können. Und jetzt geht es darum, der Bundesrat hat ja noch einige Beweise vorgelegt. Ich hoffe sehr, wenn es jetzt soweit ist, dass es dann auch sitzt. Ansonsten haben wir Märtyrerstatus. So, Herr Soest, rückt diese Republik nach rechts, haben wir gefragt als Sendungstitel. Haben Sie das Gefühl, Deutschland rückt nach rechts? Ich habe das Gefühl, dass viel mehr über rechts berichtet wird als über, ich nenne es jetzt mal gut und menschlich. Mhm. Weil, wie wir heute schon festgestellt haben, es gibt so viele, auch bei uns. Wir gehen jede Woche in Flüchtlingsheim, bringen Sachspenden vorbei. Ich kenne so viele Leute in meiner Umgebung, die das tun. Ich glaube, wir sollten uns mehr auf diejenigen konzentrieren, die helfen und damit uns gegen rechts stellen. Aber Sie glauben nicht, dass wir nach rechts rücken? Rücken wir nach rechts, Herr Beck? Nein, ich glaube, ein ganz großer Teil unserer Gesellschaft rückt in Richtung Menschenwürde, Flüchtlingen helfen und ein Rand radikalisiert sich und ist unheimlich laut. Und den müssen wir in die Schranken weisen. Das bleibt in der Demokratie immer eine Herausforderung. Aber ich sehe ganz große Bereitschaft in der Bevölkerung, jetzt diesen Menschen zu helfen und dafür zu sorgen, die anzukommen. Und das ist auch eine Aufgabe der Politik, das zu organisieren, diese Bereitschaft in reale Tätigkeit und in sichtbare Tätigkeit zu verwandeln. Da müssen wir es heute bei belassen. Herzlichen Dank, dass Sie Teilnehmer dieser Diskussion waren und hier leidenschaftlich, meinungsstark und kundig mitgesprochen haben. Vielen Dank Ihnen dann auch fürs Zuschauen. Wir sind nächste Woche wieder da. Jetzt kommt das Nachtmagazin. Schönen Abend.